Herzlich willkommen, eine neue Folge Tauzi ruft an, übrigens ab sofort unterstützt vom Autohaus Deckert, was mich sehr freut. Langjährige Fans vom FCS unterstützen den Verein schon sehr lange. Jetzt auch dieses Format, also wenn ihr mal ein neues Auto braucht, da seid ihr in guten Händen. Checkt mal die Homepage autohaus-deckert.com oder fahrt direkt vorbei in einer der 4 Filialen in Zweibrücken, Assweiler, St. Wendel oder Homburg. Übrigens kann man da mit den Leuten auch sehr, sehr gut über den FCS sprechen, was wir jetzt mit Pius Kretschmer machen wollen. Servus. Hi, servus Christoph, grüß dich. Schön, dich zu sehen. Du kommst gerade frisch vom Training, ne? Wie ist die Stimmung dort? Ja, fantastisch. Also klar, jetzt einen kleinen Dämpfer bekommen, aber ich glaube, die Saison spricht für sich. Ich glaube, wir machen einen guten Job und ja, daran wollen wir anknüpfen. Fantastisch, beruhigt mich sehr, weil ehrlich gesagt, am Sonntag hatte ich den Eindruck, dass der Frust da ziemlich groß war. Du warst nicht dabei wegen der 5. gelben Karte. Wie hast du das Spiel gesehen? Woran lag's? Ja, ich glaube, wir müssen in einzelnen Führung gehen in der ersten Halbzeit. Ja. Dann läuft das Spiel natürlich auch anders und dann laufen die anderen hinterher. Dann zweite Halbzeit, Anfangsphase war nicht so gut, sind wir nicht so gut rausgekommen aus der Halbzeit. Aber dann hinten raus hatten wir wieder unsere Schlussoffensive und da, glaube ich, können die Wiesbadener schon glücklich sein, dass sie da keins mehr gefangen haben. Ja, Glück für die, Pech für uns. Es war jetzt nicht die erste Auswärtsniederlage, bei anderen warst du auch schon dabei. Wie muss ich mir das dann im Bus vorstellen, bei der Rückreise? Sitzt dann jeder mit Kopfhörer auf in seiner Ecke und schmollt oder wird da wild diskutiert oder verzieht man sich mit seinem Frustbier in die Ecke und trinkt vielleicht noch eins mehr? Nee, also das ist ziemlich unterschiedlich, von Typ zu Typ abhängig, vom Spiel abhängig. Klar, viel wird diskutiert, man spricht nochmal über verschiedene Szenen. Manche haben dann lieber Ruhe. Ich glaube, das ist ziemlich unterschiedlich. Es kommt auch aufs Spiel an, wie es dann gelaufen ist. Jetzt war ich nicht dabei, aber normalerweise wird da nochmal diskutiert und man schaut sich dann nochmal an in den Highlights. Ja, genau. Wie machst du's? Jetzt mal, ich meine, Wiesbaden ist jetzt keine ewig lange Fahrt, aber gerade wenn man mal 4-5 Stunden oder länger im Bus sitzt, muss man ja irgendwie die Zeit rumkriegen. Ja, also kurz nach dem Spiel bin ich schon ein Freund davon, da nochmal drüber zu sprechen. Und dann, keine Ahnung, kommt drauf an, manchmal spielt man Karten, wenn es gut gelaufen ist. Sonst Kopfhörer rein, man braucht Ruhe. Ja, Karten dann mit Strafen, wenn man verliert oder mit Geld? Ja, eher mit Geld oder Getränke. Also aber keine hohen Beträge, da geht's um 5 Euro, 10 Euro. Und bei Getränken um Jägi, den man dann trinken muss? Nee. Ich sage jetzt nichts Falsches, aber nee, Spaß. Da geht es halt um einen Softdrink oder so, wo man dann mal nach dem Training genüsslich zu sich nimmt. Ja, du hast es gerade eben schon gesagt, eigentlich können wir alle ganz zufrieden sein. Wir stehen super da, jetzt nach den Nachholspielen auf Platz 4 aktuell. Aber es fällt ja auf, dass es wirklich so eine kleine Wundertüte ist, was ihr da jedes Wochenende auf den Platz bringt. Also mal grandios wie gegen Magdeburg, dann mal ganz okay, dann aber auch mal nicht so richtig gut. Und auch wenn jetzt diese zwei Vereine, die auf 1 und 2 gerade stehen, nicht gerade sehr beliebt bei uns sind, was man ja anerkennen muss, ist, die ziehen ihr Ding durch. Was machen die anders als ihr? Also ich glaube, ich würde da Magdeburg schon nochmal abheben. Ich glaube, die haben halt eine brutale Konstanz und die haben auch eine unfassbare Qualität, die es wahrscheinlich in der Liga nicht gibt. Bei Lautern war es ja so, dass die ziemlich schlecht gestartet sind, glaube ich. Und die kamen jetzt hinten raus. Ich glaube, die agieren halt aus einer sehr, sehr sicheren Defensive, sind sehr stabil. Und ja, der Unterschied ist, dass wir wahrscheinlich nicht ganz so konstant sind wie Magdeburg. Man sieht es ja auch in der Liga, dass da jeder jeden schlagen kann. Mal abgesehen von Magdeburg, sage ich jetzt, dass die schon irgendwie schon nochmal eine andere Hausnummer sind. Aber da sieht man halt, dass es schon ziemlich eng ist. Das, keine Ahnung, von 2 bis 8, 9 kann jeder noch aufsteigen oder kann da mitreden. Und deswegen ist es natürlich schon schwer zu beurteilen. Ich glaube, dass jedes Spiel halt schon seine eigenen Facetten hat und man irgendwie, dass es schwer ist, dass jeder Gegner halt seine eigenen Qualitäten hat und dann
weiß man auch nicht. Also ich glaube, dass es erstens Konstanz ist und zweitens irgendwie, wie soll ich es nennen? Ich glaube, wir haben schon die Qualität, jeden zu schlagen, aber das halt schon sehr, sehr eng beisammen alles ist. Ja, es wäre auch schön, wenn wir mal eine längere Zeit ohne Verletzungen oder Krankheiten oder sonstiges irgendwie durchkommen würden, ne? Das kommt auch noch dazu, genau. Viele wichtige Spieler brechen immer mal wieder weg, fehlen dann ein, zwei Spiele. Ja, aber das ist der Fußball. Ich glaube, da sind wir nicht die einzige Mannschaft, die das Schicksal hat. Schwankend passt ja eigentlich auch ganz gut zu dir und deine Leistungen beim FCS. Also mittlerweile gehörst du zu den Besten in den letzten Spielen fast immer. Am Anfang ging es noch so, hat es noch so ein bisschen gehapert. Ich glaube, nach dem Spiel gegen Braunschweig war dann auch Kritik von außen irgendwie besonders laut. Kriegst du das viel mit, was Fans dann auch mal über einzelne Spieler sagen oder was Fans damals über dich gesagt haben? Ja, jetzt nicht direkt von den Fans. Also klar, ich bespreche das eher lieber intern. Von Social Media halte ich mich eigentlich, will ich mich fernzuhalten. Und ja, ich bin da auch sehr selbstkritisch. Ich weiß, dass ich am Anfang schon meine Zeit gebraucht habe, bis ich hier bin, bis ich hier angekommen bin richtig, dass meine Leistungen auch nicht zu 100% immer gut waren, sondern auch schwanken, wie du schon gesagt hast. Und ja, ich glaube, man merkt, dass ich mich jetzt immer besser reinfinde. Ich fühle mich sehr, sehr gut aufgenommen und ich glaube schon, dass ich jetzt in den letzten Spielen gezeigt habe, in was ich zustande bin. Auf jeden Fall. Wie gehst du dann aber trotzdem mit dieser Kritik von außen um? Sagst du, naja, komm, ich weiß, ich kann es besser und die nächsten Spiele laufen dann besser? Oder ist das dann schon so, dass man ein bisschen verunsichert ist, wenn man weiß, jetzt haben sie sich gerade so ein bisschen auf mich eingeschossen und jetzt gucken sie bei mir genauer hin? Also das Problem habe ich gar nicht eigentlich irgendwie, dass ich da auf andere höre und mich verunsichern lasse. Ich weiß, was ich kann. Wenn, dann bespreche ich das mit meinen Ängsten und da werde ich kritisiert, nimm's auch an, aber so von außen, das lasse ich nicht an mich ran. Ich glaube, sich dazu verunsichern lassen, klar, man muss Kritik annehmen und es dann umsetzen, besser machen, aber ich glaube, dass irgendwie sich zu verunsichern lassen, das bringt nur Nachteile mit sich. Du hast gerade gesagt, du versuchst dich aus den sozialen Medien rauszuhalten. Es stimmt, also es fällt auf, ne? Ich habe mal geguckt, du hast zwar Profile bei TikTok, Facebook und Instagram, aber da hast du teilweise noch das Rosenheim- oder das Nürnberg-Trikot an. Ja. Wie kommt das? Also ich meine, du bist 24, das ist ja auch eher ungewöhnlich, oder? Ja, also ich lege da jetzt halt nicht so viel Wert drauf, eher. Also kannst du gar nicht genau erklären, aber ich weiß, ich bin halt nicht rund um die Uhr da drin und muss Bilder posten oder will Bilder posten. Ja, für mich hat es halt nicht so einen großen Stellenwert. Wie verbringst du denn sonst deine Zeit außerhalb vom Trainingsplatz? Ich bin öfters unterwegs in der Stadt. Was essen gehen mache ich sehr gern. Zocken tue ich gerne. Fortnite, sowas in der Art. Mit Kollegen, mit Mannschaftskollegen oder auch mit alten Mannschaftskollegen. Mit Maurice zum Beispiel? Oder nee, der spielt eher Warzone. Ja. Da habe ich keinen Auftrag. Da bin ich nicht so gut, deswegen lasse ich das lieber. Und ja, nee, so hält man auch immer den Kontakt zu den alten Teamkollegen und so. Ist ganz gut. Mit wem spielst du jetzt aus dem aktuellen Team gerade? Ja, also Minos, Steinkötter, die Jungs, ja, mit denen bin ich unterwegs. Und hast du das Gefühl, du bist im Saarland angekommen? Gibt es schon Lieblingsplätze, die du hast, Lieblingsorte? Nee, nicht wirklich. Also angekommen auf jeden Fall. Also ich fühle mich hier sehr wohl. Aber ja, ich war jetzt noch nicht so viel unterwegs, um ehrlich zu sein, auch auf Corona geschuldet natürlich. Aber jetzt in Saarbrücken, der Markt ist super schön und so. Also hier lässt sich es auf jeden Fall aushalten. Was viele ja nicht wissen, als du in Rosenheim gespielt hast damals, hattest du einen schweren Autounfall. Richtig. Was genau ist da passiert? Also ich habe jemand die Vorfahrt genommen. Ich war auf dem Weg zum Fußballspiel, zum Testspiel, das war das letzte Testspiel vor die Saison begonnen hat, die Rückrunde begonnen hat. Und ja, dann ist mir jemand in die Seite reingefahren mit 70 und
ja, da hatte ich schon sehr viel Glück. Das hätte auch viel schlimmer enden können. Ich habe mir damals dann nur das Becken und Schambein gebrochen, nur in Anführungszeichen. Aber es hätte schon anders ausgehen können. Ist so ein Unfall dann auch so ein Moment, in dem man so das ein oder andere hinterfragt und dann vielleicht ein bisschen bewusster mit vielen Sachen umgeht? Ja, auf jeden Fall. Also das war schon, also rückblickend, was schon ein Erlebnis, was mich geprägt hat, auf jeden Fall. Ich lag 2 Wochen in der Schale, konnte mich nicht bewegen, durfte mich nicht bewegen, lag nur auf dem Rücken. Und dahinter fragt man schon sehr vieles. Damals wusste ich nicht, ob ich überhaupt nochmal auf die Beine komme. Also fußballerisch gesehen. Und ja, da lernt man schon das Leben sehr zu schätzen. Man spricht ja auch für deinen Ehrgeiz, dass du es dann auch wieder zurückgeschafft hast auf den Platz. Ja. Über Rosenheim ging es dann, oder von Rosenheim ging es dann über Schweinfurt und Nürnberg zu uns. Und bei uns hast du auch gesagt, als du vorgestellt worden bist, du bist ambitioniert, du willst dich präsentieren. Und ich meine, du bist 24, ist klar, dass du nicht dein Leben lang jetzt dritte Liga spielen willst. Gibt es denn so ein Ziel, wo du gerne hin würdest? Also klar, zweite Liga, Bundesliga, aber wo du sagen würdest, bei der Mannschaft würde ich am liebsten unterschreiben, die habe ich immer so im Hinterkopf, auf die arbeite ich hin? Gar nicht, muss ich sagen, gar nicht. Irgendwann später, ich weiß nicht, klar, man kann es nie planen, aber irgendwann in 4, 5 Jahren würde ich gerne auf jeden Fall mal noch ins Ausland. Mhm. Das wird mich schon reizen, aber aktuell gibt es jetzt keinen Lieblingsverein in Deutschland oder wie auch immer oder irgendeinen Verein, wo ich unbedingt hin will. Ich konzentriere mich auf das Hier und Jetzt und was passiert in 1, 2 Jahren, das wird sich zeigen. Jetzt hast du ja vor allem in den letzten Spielen ordentlich überzeugen können, um uns jetzt alle zu beruhigen. Es hat aber noch keiner angerufen, oder? Nee. Und nein, und wenn es so wäre, würde ich es auch nicht sagen. Sehr gut. Dann hoffen wir mal, dass das Telefon irgendwie still bleibt. Also für uns. Ja. Dir gönnen wir es natürlich. Ja, danke. Am Samstag geht es gegen Viktoria Köln. Hinspiel 0-0. Irgendwie auch blöd gelaufen, weil die ja lange Zeit irgendwie in Unterzahl waren. Was haben wir am Samstag zu erwarten von der Wundertüte FCS? Ich hoffe, einen guten Auftritt. Ein siegreiches Spiel auf jeden Fall. Ich glaube, Viktoria Köln hat jetzt in den letzten Spielen gezeigt, dass sie schon nochmal einen Schritt nach vorne, glaube ich, gemacht haben. Das heißt, wir dürfen sie natürlich nicht unterschätzen. Wir wissen um ihre Qualitäten, aber wir wissen natürlich auch um unsere Qualitäten und wir wollen mit breiter Brust auftreten und die ohne Punkte nach Hause schicken. Das heißt dann in Zahlen, was tippst du? Vom Ergebnis? Ja. Ich glaube 3-1. Klingt gut. Ja. Eine Frage habe ich noch. Als du beim FC neu warst, hast du singen müssen, ne? Zum Glück noch nicht. Was? Immer noch nicht? Ja, wir hatten noch keinen Mannschaftsabend, auch wegen der Corona-Situation. Deswegen, aber es wartet leider noch auf mich. Ich wollte gerade sagen, das sollte nicht in Vergessenheit geraten. Scheiße, jetzt hast du dich wieder erinnert. Hast du dir schon einen Titel ausgedacht? Ja, also Skandal im Sperrbezirk von der Spider-Murphy-Gang. Ja. Sagt dir das was? Na klar. Ja. Skandal um Rosi. Genau, richtig. Ja, den habe ich auf Lager. Sehr gut. Ist es einer deiner Lieblingslieder? Nein, aber ja, früher oft gehört, mein Papa oft gehört. Ja. In München gelebt, da läuft es auch ab und zu mal. Ja. Auf den Wiesen zum Beispiel. Und ja, deswegen leichter Text. Ich glaube, das kriege ich hin. Dann gucke ich mal, ob ich für Samstag nochmal über die Playlist drüber gehe. Vielleicht gibt es eine kurze Version. Ja, nicht, dass ich dann noch auftreten muss. Ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg und vielen Dank. Bis bald. Danke. Bis bald. Christoph, ciao, ciao.